Liebe Oldenburgerinnen, liebe Oldenburger, am 8. Mai 2020 jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Für unser Land ist das Datum von großer historischer Bedeutung. Mit der Kapitulation endete die Zeit von Terror und Krieg, von Perspektivlosigkeit und Entbehrung. Das Kriegsende war zugleich Auftakt und Neubeginn. Es gab den Menschen Gewissheit und Erleichterung, aber es stand auch für neue Unsicherheit und viele Ängste. Für die fanatischen Anhänger des NS-Regimes war dieser Tag eine klare Niederlage. Für die vielen Zwangsarbeiter und Unterdrückten, für die Opfer des Dritten Reiches dagegen ein Tag der Freude und des Jubels. Für die meisten Oldenburgerinnen und Oldenburger war dieses Ereignis trotz der Ungewissheit über das, was kommen würde, eine Befreiung. In Oldenburg endete der Krieg bereits am 3. Mai 1945 mit dem Einmarsch kanadischer Truppen. Die Stadt hatte kapituliert, die Wehrmacht war nur einen Tag vorher aus Oldenburg abgezogen. Die Bevölkerung wurde per Radio über den bevorstehenden Einmarsch informiert. Und während eilig weiße Bettlaken aus den Häusern gehängt wurden, verteilten die einmarschierenden Soldaten Weißbrot, Schokolade und Kekse. Die kanadische Flagge wurde auf dem Rathaus gehisst und bis zum Abend des 3. Mai Soldaten dort einquartiert. 40 Jahre später, am 8. Mai 1995, hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit seiner Rede anlässlich des Jahrestags einen grundlegenden Wandel der Erinnerungskultur zum Kriegsende in Oldenburg befördert. Die Ausstellung 75 Jahre Kriegsende – Erinnerungskultur in Oldenburg hier im Stadtmuseum nimmt diese Gedanken auf und möchte auf der einen Seite an die Ereignisse rund um das Kriegsende in Oldenburg erinnern, auf der anderen Seite aber auch den Fragen nach dem Wandel der Erinnerungen nachgehen. Welche Bedeutung hat dieses Datum des Kriegsendes in den vergangenen 75 Jahren bis heute? Haben sich individuelle Erinnerungen verändert und ist ein Wandel auch der öffentlichen Erinnerungskultur festzustellen? Hat dieser 8. Mai für uns überhaupt noch eine Bedeutung? Die Beantwortung dieser Fragen ist spannend. Diese Ausstellung trägt nun selbst einen Teil zur Erinnerungskultur unserer Stadt zu diesem wichtigen Datum bei. Ich möchte Ihnen einen Besuch im Stadtmuseum daher wirklich sehr ans Herz legen.